Ich lese das Solinger Tageblatt vom Freitag, den 18. Oktober 2019. Es geht wie immer vor allem um den Lokalteil. Speziell interessieren mich Nachrichten aus dem Bezirk hier, dem Bezirk Höchscheid. Die sind relativ rar angesät. Unter anderem deshalb finde ich die Zeitung nicht schön. So, auf dem Titel sieht man einen falschen Premier Boris Johnson. Die haben Doppelgänger geschickt, habe ich mir sagen lassen. Das halte ich auch für glaubwürdig, wenn ich dem Doppelgänger ins Gesicht schaue und einen echten Jean-Claude Juncker. Boris Johnson ist anscheinend momentan ziemlich wertvoll auf der britischen Insel im United Kingdom. So. Und danach kommt dann auch die Titelstory: EU billigt neuen Brexit-Deal, Gegenwind aus London. So, das kann ich mal gerade zeigen. Tempominute Bundestag lehnt Grünen-Vorstoß ab, heißt es hier. Tagesthemen: Klaas Häufer-Umlauf über seine neue Serie unter Leute. Schriftarten tippen oder kritzeln unter Kultur. So, auf der Türkei stimmt Waffengrün, bla bla bla. BGH Brötchen sonntags von früh bis spät ist eine alte Diskussion, wie es Brötchen geben darf. Das betrifft auch die Tankstelle hier oben. Von mir aus scharfe Kritik am Bündnis, bla 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 bla. So, im Solingenthal heißt es, LKW reißt 2 Kilometer Oberleitung ab. Sieht man, momentan sind Dieselbusse unterwegs. Ein Unfall sorgt gestern in Merscheid für Verkehrschaos. In Merscheid ist wieder nicht aus dem Bezirk Höchscheid passierte gestern ein Absetzkipper mit 2 ausgefahrenen Haken. Eine Kreuzung riss dabei 2 Kilometer Oberleitung ab. Nach einer Kreuzung 2 Kilometer Oberleitung. Dass da was kaputt gegangen ist, glaube ich, aber. Das hat eher was mit Vandalismus als mit Versehen zu tun. Diese stürzten zum Teil auf Häuserfassaden und parkende Autos. Unter anderem krachte eine Ampel auf die Regenrinne eines Wohnhauses. Und das ist hier Schwattepöhle, Schwarze Fehde. Das ist die große Kreuzung Richtung Hof der Höhenmärsche. Die Stadtwerke bemühen sich, die Reparaturen schnell vorzunehmen. Landwirtstraße ist 3 Tage gesperrt. Rosenmontags braucht neuen Zugleiter. Ist auch alles nicht aus Höchscheid. So, finde ich schade. Ein Blick auf die Karikatur. Die Karikatur passt zum Titelbild. Das ist sehr schön. Endlich Durchbruch in der Brexit-Frage. Und es geht ein Bruch durch in die Häusermitte in der Straße in London. Ist auch eine von den besseren Karikaturen, glaube ich. Da sieht auch Westminster Abbey angedeutet. Ich muss auf dem Stadtplan nachgucken. Das ist auf jeden Fall auch das Parlament zu sehen. Das ist auch die Häusermitte. So. Ja, also doch, ja, nein, vielleicht. Der Kommentar zur Karikatur und zum Titelbild finde ich gut. Brötchen ohne Zeitlimit ist wieder nur in Bezug auf so eine kleine Meldung. Aber eine wichtige Meldung auch für uns hier im Bezirk Höchscheid in Solingen. US Vize Pence erfolgreich mit Erdogan. So, Mesut Özil würde alles wieder so machen. Und dann haben wir ein weiteres Medikamentengesicht hier oben auf der Seite. Kann ich mir gerade
geht um Fußballer, muss man nicht machen. Wenn der US-Demokraten jetzt erklärt, finde ich das bis Tod auf Klassenfahrt, Lehrer und hier und weiter. Eine 13-jährige Schülerin starb im Juni auf einer Klassenfahrt in London. Jetzt wird gegen die Lehrkräfte wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Mönchengladbach. Von Elke Silberer und Fatima Krumm. So. Zerstückelte Leiche lebenslang für Ehefrau. Naja. Ich bin nicht verheiratet. Tagesthemen 4 ist auch normal. Tagesthemen 5 auch. Fernsehen Seite 6 gefällt mir sehr gut hier an der Zeitung. Kultur 7 geht auch. Leute 8 ist auch in Ordnung. Als Schauspieler stoße ich an Grenzen. Klaas Häufer Umlauf über seine Comedy-Serie Check Chef. Check Kiffen bei der Arbeit in Frage, warum Joko nicht dabei ist. Heidi Klum stimmt sich auf Halloween ein, Franziska Knuppe wird wenig angemacht. Leider kein Sportler dabei, es menschelt zu wenig im Sport. Sport beginnt auf Seite 9, das ist auch mehr als 9 und 10. Mit Wirtschaftsseite 11 habe ich ein Problem, da müsste man nachlegen, man könnte den Lokalteil auf Seite 11 nehmen. 12 Wirtschaft, Börse finde ich auch daneben. So, Soningen. LKW reißt 2 Kilometer Oberleitung ab. Hier hat man noch mehrere Bilder davon. Unter anderem sieht man so einen scheiß Polizeimannschaftswagen. Bar. Die Ampel bricht da ab, wo die Ampel abbrechen soll. Das ist auch gut. Wupperverband erhält UN-Auszeichen. Das ist schön. Artenschutz in der Wupper ist erfolgreich. Und es gibt ein Bild aus dem Bezirk Hülscheid. So was muss gefeiert werden. Zeigt es mir gerne. Und außerdem möchte ich an der Stelle sagen, Bilder von der Solinger Polizei zeigt man nicht, weil die so abartig sind mit ihrer Scheißwaffe, ihrer Gewalt, Wache, ihrer Gewalt, ihrem Kidnapping und dem Wunsch, Leute verhungern und verdursten zu lassen und denen durch eine Scheibe beim Scheißen zuzusehen. Es ist einfach nur würdelos und gewalttätig, was die Solinger Polizei da möchte. Und wie sich Solinger Polizisten äußern an der Stelle, ist einfach nur unterirdisch. Und das Kidnapping findet tatsächlich statt. So, Landwehr, geht es wieder um die Straße 2-3. Ist auch nicht Hülscheid. Beziehungen sind wichtig bei Demenz. Bethanien ist auf der Höhe, ist auch nicht Hülscheid. Estela ist auch nicht Hülscheid. Klinikum ist auch nicht Hülscheid. Streit bei Kameraisten ist auch nicht Hülscheid. Schwerlaster liefern Module für Altenheim ist auch nicht Hülscheid, das Olix. Dieser Kiss ist unvergesslich. Ist auch nicht Hülscheid. Niederländer singen in der Dopperkirche, das ist so. Das ist Hülscheid, das ist schön. Die Gürtelsieben gestalten den emotionalen Abend aus alter Verbundenheit, weites Benefizkonzert im November. Die Sonnenmänner stimmen sangen vierstimmig in der mit viel Herz. Ja, was ist denn?
Kleine Männerchor. Das Problem ist, man sieht hier gar nicht, was gesungen worden ist. Das finde ich schon scheiße. Naja, ein bisschen mehr Bezirk im Schnitt. Das ist eigentlich hier schon. Interessante Sachen. Eltern am Bürgerhof Hof warten auf Umbau. So, an der Stelle möchte ich sagen, ich wohne seit über 35 Jahren in dieser Stadt. Und spätestens, wenn es um meinen Bezirk geht, den Bezirk Rühlscheid, da waren eigentlich ein paar bekannte Gesichter. Und die Plattnase habe ich in der Stadt nie gesehen. Und an der Stelle muss man sich wundern, wenn alles vor die Hunde geht. Das mit den ekelhaften Bildern von der gewalttätigen Kidnapperpolizei hier in dieser Scheißstadt schließe ich das Ganze. Tschüss.